Guten Tag, hier ist der Studion. Ich bewerte das GAB-King-Finale, beziehungsweise in diesem Fall Finale, von PAZ gegen den AFE06LP und Rudi Wiesenblüte, aka Wandelbars und Piet. In der Analyse werde ich beide ab und zu so und ab und zu so nennen. Nehmt mir das nicht übel. Ich habe die ganze Analyse hier geskriptet und mache das mehr oder weniger One-Take, also verzeiht mir Versprecher oder sowas. Und vorab erstmal riesige Props für dieses absolut geile Finale. Für mich ist es eines der besten Battles, das 2019 insgesamt rausgekommen ist. Und es gab 2019 einige geile Dinger. Und da Gravity, soweit ich Bescheid weiß, keine weitere GAB-Staffel machen wird, ist es auf jeden Fall auch ein mehr als würdiger Abschluss des Battle-Kanals. So, ich beginne jetzt einfach mal mit der Hinrunde von PAZ gegen die Rückrunde von Rudi und Dena. Zu den Videos. Wie schon in den vorherigen Runden von PAZ ist es auf richtig hohem Niveau. Gute Beleuchtung, stimmige Locations und guter Edit. Einziger Kritikpunkt sind eine bisschen zu lässige Performance und ein paar unscharfe Stellen. Gibt von ihr 9 von 10 Punkten. Das Video von Rudi und Dena kackt qualitativ natürlich gegen das von PAZ ab. Die Locations sind unspektakulär und in Sachen Color Grading und Produktionslevel ist es auch kein Vergleich. Zudem ist DenaFan06LP nicht im Video zu sehen, nur eine Maske von ihm. Was aber positiv hervorzuheben ist, ist, dass das Video die Audio gut unterstützt. Fast zu jeder Line wurde ein kleiner Sketch gedreht. Der Schnitt und die Performance gefallen mir auch sehr gut. Ich gebe hier 7 von 10 Punkten. Zum Rap. PAZ hat hier einen nahezu perfekten Beatpick hingelegt und kommt perfekt darauf. Einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass an manchen Stellen etwas monoton wird, gerade dadurch, dass es keine Hook gibt. Die Mische ist absolut sauber und gibt von mir 14 von 15 Punkten. Rudi und Dena rappen beide etwas druckvoller auf dem Beat, was mir leider nicht so gut gefällt. Das nimmt ein bisschen das Flair aus dem Beat. Mir gefällt der Smooth-Style von PAZ hier etwas besser. Die Mische ist ebenfalls nicht so clean. Das klingt irgendwie so, als wären beide leicht erkältet gewesen beim Recorden. Positiv anzumerken ist, dass beide ihre Zeilen durch gute und saubere Reime unterstützen können. Ich kann die Hinrunde von PAZ besser pumpen und gebe für die Rückrunde 12 von 15 Punkten. Zum Text. PAZ baut die Runde mit einem kurzen Intro auf. Als erste Line bringt er: "Das ist mein Finale und ihr seid nur die Ersatzgegner." Gekontert wird das in der Rückrunde mit: "Wir sind Ersatzgegner, dass wir hier stehen, ist auch seit Februar klar." Nach zwei soliden Lines kommt PAZ mit: "Ich nutze die Stirn von Wandel als eine Leinwand." Lena kontert das mit etwas Selbstironie und verweist auf die großen Schneidezähne von PAZ. Die Stimme von Piet bezeichnet PAZ als quietschig auf dunklen Beats. Dieser bestätigt das in der Rückrunde sogar ein paar Stellen. Gut ausgespielt. Anschließend werden Piet und Wandel als Sidekicks von Mo bzw. Vocal hingestellt. Gerade ersteres finde ich nicht so treffend. Danach allerdings kommt eine schöne, damit aufgebaute Hommage an unsere Runde letztes Jahr. Nennt euch doch June Wandel Piet. Gerade mir gefällt die natürlich gut. Die erste Line wird mäßig gekontert mit: "Du bist der Zweitbeste deiner eigenen Crew." Die gab's, glaube ich, schon ein paar Mal. Die Human Wandel Piet Zeile wird geflippt, indem Piet PAZ als Testu Fanboy darstellt mit: "Du kriegst Gänsehaut, wenn Testu deinen Namen in sein Headset stottert." Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass es stimmt, aber es ist ein ordentlicher Konter. Die Wiesenblüte rauchen ist okay. Darauf folgen zwei Lines mit Bezug auf Team Reiben, wo laut PAZ extrem viele Rapper sind, von denen aber nur Falk relevant ist. Das mit Falk finde ich zwar nicht so, aber Übersicht über die Member hat man tatsächlich nicht, wenn man nicht ganz im Game ist. Danach kommt PAZ mit ein paar Steilvorlagen. Zuerst eine mittelgute Line, in der er Dazzo droppt: "Ich scheiß dir an die Mütze und ich stopf sie dir ins Maul und mach den Blinker an, wir müssen um die Ecke denken." Die Dazzo-Zeile dreht Pete mit Fanboy-Fronts um. Die Mützenline kontert Piet plump mit: "Scheint, als hättest du die Mütze bereits an." Gegen die Blinkerline haben sogar beide einen guten Konter. Einmal Wandel mit Bezug auf das Video von PAZ, der in einem leeren Einkaufswagen sitzt. Und einmal Piet mit Humor, was besonders durch das Video cool kommt. Gegen Wandel kommen danach nochmal zwei super schöne Lines. "Er sieht aus, wie veganes Essen schmeckt." Ist wunderschön. Und die Jacke seiner Schwester passt ihr besser als ihr selbst. Die wurden im Konter leider komplett ausgelassen, finde ich schade. Als Abschluss kommt noch: "Ihr habt schon öfters gebettelt, als ich geschissen habe", was Wandel im Konter mit der Mützenline kombiniert und gekonnt umdreht. Weder in der Hin- noch in der Rückrunde gab es Lines, die mir nicht gefallen haben. Es gab zwei, drei schöne Lines in der Hinrunde, die nicht geflippt wurden, aber in der Rückrunde gab es auch noch mal ein paar Zeilen ohne Bezug auf den Front, die ziemlich geil waren. Das gleicht sich etwa aus.
Insgesamt sehe ich hier die Rückrunde aber etwas weiter vorne. Der Kontervorteil wurde gut genutzt. 16 Punkte an PAZ und 18 Punkte an Rudi und Dena. Diese Seite des Battles geht somit von mir aus mit 39 zu 37 an PAZ. Kommen wir zu meiner Meinung nach noch geileren Seite des Battles, und zwar der Hinrunde von Rudi und Dena gegen die Rückrunde von PAZ. Zu den Videos. Im Video von Rudi und Dena ist Dena zwar wieder nur mit Maske zu sehen, aber das Ganze wirkt um ein ganzes Stück besser als deren Rückrundenvideo. Das Rising Shirt ist super. Schnitt und Performance sind sehr gut. Das alles kann trotzdem nicht mit PAZ mithalten, der hier locker die volle Punktzahl absahnt. Bessere Kamera, bessere Nachbearbeitung, kranke Locations und vor allem eine super starke Atmo. 8 zu 10 an PAZ. Zum Rap. Rap-technisch ist die Hinrunde sowas wie eine Offenbarung. Auf dem selbstgebauten Beat, Props auch dafür, kommen beide praktisch perfekt. 15 von 15 Punkten. Gerade die gesungenen Passagen sind geisteskrank. Die gute Mische, auch dann bei PAZ, verhilft zu noch mehr Hörgenuss. PAZ hat den Beat leicht an sich angepasst und kann auf Rap-Ebene richtig gut mithalten. An die Hook von Pete kommt er leider nicht ran. Aber trotzdem ist es natürlich super stark gerappt, gibt von mir 13 von 15 Punkten. Zum Text. Pete beginnt mit einem atmosphärischen Intro, das sich auf das Nicht-Einreichen von Nathan bezieht, aber so verstanden werden kann, als hätten alle anderen Gegner von PAZ auch keine Runde abgegeben. PAZ sagt in der Rückrunde plump, dass das so nicht stimmt. Ihr kriegt doppelt so viel Zeit und holt euch noch einen dritten, dass es reicht, finde ich aber nicht so stark, da das Teil-Feature inhaltlich kaum zur Runde beiträgt. Wandel startet danach mit ein paar Representern rein, Bullen werden um dich eine Kreidelinie ziehen und bezieht sich auf den See, an dem PAZ in seiner Runde gegen Adrenalin performt hat. Im Konter wird es genial kombiniert, da sich Kreide im Wasser ja auflöst und somit keine Kreidelinie gezogen werden kann. In der Rückrunde geht's mit mehreren atmosphärischen Real Talk Lines weiter, in denen PAZ sagt, was er in einem Jahr alles geschafft hat. Wirklich beachtenswert, auch wenn es jetzt nicht wirklich gegen die Gegner frontet. Zurück zur Hinrunde. Du hast in deinen Haaren eine Kopie von deinem Text, finde ich so meh. Check ich auch nicht ganz. So, hat halt lange Haare. Ja. Den Front danach, dass das Beste am Gegner das Video ist, er das aber nicht selbst macht, gab es zwar schon häufiger, ist in diesem Fall aber egal, da es sehr gut umgesetzt und noch mit einem Byte-Vorwurf kombiniert wird. Auch wenn ich nicht allzu viele Parallelen zwischen PAZ und MJM sehe. Auf diesen guten Engel habe ich leider keinen ordentlichen Konter gehört. Die Hook von Pete sagt nicht viel aus, aber klingt unfassbar geil, wie schon in der Rap-Kategorie erwähnt, und passt gut zur Atmo. Die Hook von PAZ klingt nicht ganz so krass und der Front, dass die Hinrunde ein Track und kein Battle sei, finde ich etwas daneben, da das schlichtweg nicht stimmt. Nach ein paar mittelstarken Aussehenslines, die PAZ ein klein wenig besser zurückgibt, bezieht sich Wandel in Form eines stumpfen Fronts auf das Home-Video von PAZ gegen Schizo. Als Hinterwäldler kenne ich weder Uri Geller noch die Monster AG, kreuzigt mich dafür, also kann ich leider nicht bewerten. Dazwischen kommt noch eine witzige Grillkäse-Line, auch wenn der Vorbereiter da etwas gezweckt ist. Ich finde Grillkäse geil, als Kontrast stumpf und schön. Wandel hat danach zwei richtig starke Zeilen, erst in Bezug auf die Schneidezähne und dann noch eine stumpfe geile GAB-Verlierer-Maske ohne Gegnerbezug. PAZ dreht es damit um, dass Pete eine Dena- bzw. Wandelmaske in der Hinrunde trägt. Die ersten vier Lines im zweiten Part gefallen mir nicht so gut, auch wenn sie sehr gut gereimt sind. Auf eine Line, du machst Liegestütze mit deinen Lippen, kontert PAZ plump mit, ich mache höchstens Liegestütze, wenn ich deine Schwester lecke. Gefällt mir. Mulder und Scully kenne ich auch nicht, kann ich nicht bewerten. Fritz heißt Hurensohn in der Sprache deiner Alienrasse, ist dann wieder super. Der Konter mit dem Kabel kommt da nicht ganz ran. Ich bin dir Lichtjahre voraus, ist dann aber ordentlich. Nach einer Ghostbusters-Line kommen wieder zwei starke Schneidezähne-Lines, auch noch in Kombination mit einem Front gegen die Hooks von PAZ. Du bist keine Lebensform, du bist eine Sterbensform, ist super stumpf und geil. Anschließend kommt Wandel mit einer ganzen Reihe oberflächlicher Hässlichkeitslines. PAZ antwortet darauf, dass den vorherigen Gegnern nichts Besseres eingefallen ist, als die Haare zu fronten. Finde ich nicht gut, weil es hier am Battle Rap nie darum geht, was man frontet, sondern wie man es frontet und formuliert. Die ersten gefallen mir vom gezeichneten Bild nicht so gut, das mit der Kippenschachtel danach ist aber unfassbar geil und für mich auch eines der Highlights der Runde. Leider gibt's darauf keinen Konter. Alles danach in der Hinrunde finde ich leider nicht mehr so gut, vor allem die letzte Line ist ein kleiner Fail. Da das Battle als Finale deklariert wurde und nicht als King-Finale, zumindest im Titel von YouTube,
sieht die Aussage, du warst in genauso vielen King-Finals wie Babyklappen nicht so ganz. Der Konter von PAZ genügt da völlig. Das Chopped and Screwed Outro von TALF trägt textlich natürlich nicht bei, aber ist ein netter Bonus vom Sound her. Ich hatte in der Rückrunde jetzt nicht alles aufgezählt, da es noch ein paar weitere gute Konter auf Fronts gab, die ich nicht erwähnenswert fand. Ich sehe das Ganze ziemlich ausgeglichen mit hauchdünnem Vorsprung an die Hinrunde. Die einzigen Kritikpunkte sind ein bisschen viel Represent in der Rückrunde und ein bisschen viele Versuche, eklige Bilder zu zeichnen im Front, von denen meiner Meinung nach nicht alle ganz gelungen sind. Ich gebe hier ein knappes 17 zu 16 an Piet und Wandel. Deren Hinrunde gewinnt damit mit 40 zu 39, was insgesamt von meiner Seite aus ein 78 zu 77 an PAZ macht, was bedeutet, dass wohl Gravity und andere Juroren, sollte es welche geben, dieses Battle entscheiden werden. Testu out. Wobei, Testu noch nicht ganz out. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz Promo machen für ein Turnier, das ich mit meiner Crew Chroma League veranstalte. Es gibt insgesamt 1000 Euro Preisgeld. Den Kanal werde ich in der Beschreibung verlinken. Auf jeden Fall bewerte ich als Hauptjuror und ich hoffe, dass meine Analysen euch in meiner Kompetenz überzeugen konnten. Jetzt Testu out.